An die Schrauber, fertig, los, hieß es am Sonntag beim 10. Töplitzer Akkuschrauber-Cup. Das Starterfeld war am Morgen komplett führerscheinfrei, aber dafür sehr gut gelaunt und aufgeregt. Wir waren beim Bobbycar-Cup dabei. Nur knapp 2 Minuten dauerten die Läufe. Alle Wagen wurden zuvor technisch abgenommen. Trotzdem gab es viele Freiheiten für die Konstrukteure. Es musste lediglich ein Markenwagen der Big Spielwarenfabrik sein und die Drehzahl der Akkuschrauber durfte nicht verändert werden. Auch wenn ohne Bremsen gefahren wird, Schutzbekleidung ist Pflicht. Mit der Startnummer 1, bereits seit 5 Jahren dabei, Lokalmatador Luca, in der Klasse Big Bobby Car Maxi. Mit Hilfe aus der Familie wurde sein Gefährt stark modifiziert. Vorderachse wurde verbreitert, jeweils um 5 cm. Hinterachse wurde auch verbreitert und verstärkt. Da ist jetzt M12 Rundeisen mit kugelgelagerten Rädern drauf. Und Zahnriemenantrieb mit Freilauf, dass beim Gas wegnehmen natürlich dann nicht der Zahnriemen überspringen kann. Schon im ersten Durchlauf konnte sich Luca von der Konkurrenz absetzen. Sein Bobbycar wird er aber im nächsten Jahr nicht mehr fahren können. Luca war schon immer sehr groß und demzufolge war es schwer auf dem Bobbycar die langen Beine unterzubekommen. Da wurde dann erst diese Bar für die Füße vorne gebaut. Im nächsten Jahr waren die Füße noch länger, dann wurde die Bar nochmal verlängert. Inzwischen ist er aber so groß, dass er nicht mehr fahren wollte. Das wurde dann nur vor 2 Tagen beim Frühstück entschlossen. Es muss wieder gefahren werden. Aber das Vorjahresmodell hat nochmal gereicht. Auch den zweiten Durchlauf gewann Luca souverän. Wie bei den Großen gab es auch hier eine Siegerehrung. Pünktlich zum Mittagsschlaf endete der Bobbycar Cup.